Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Wie ihr seht, habe ich einen Maschinisten und einen Artilleristen, die absolut gleich aussehen. Bisschen schade das Ganze, warum, weiß ich nicht. Aber auch er hier sieht anders aus, mein Paladin. Irgendwas haben die an den Rüstungen verändert. Mir egal, wir gehen trotzdem ins Spiel und starten hier mit dem Artilleristen, werden nachher dann aber gleich auch mit meinem höchsten Charakter, nämlich der Zauberin, spielen. Die ist 1490. Und mal gucken, ob die von den ganzen Events, Super Mokoko, Express Events und so weiter, Aufhol-Events, irgendwas hat. Mal gucken. Ich muss gucken, dass ich 1515 werde. Der nächste Kontinent ist schon angekündigt. Ja, also nicht Elgazia, sondern danach wieder einer. Und den kann ich erst besuchen, wenn ich mein Item-Level erhöhe. Bis dahin können wir aber heute Elgazia spielen. Ich habe lange nicht mehr gespielt, also hier mit euch im Stream. Deshalb ja, muss ich mich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen ins Spiel. Ich glaube, wir kriegen das aber hin, damit wir heute mit Elgazia weiterkommen. Mit der Storyline werden wir jetzt ein, zwei Stündchen spielen und mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, die Festung ist bei mir so schon Maximum. Das ist jetzt nichts Besonderes sozusagen. Aber auch ihr seht, hier gibt es wieder Teilnahme-Events, zurückkehrende Spieler. 24.09. Anmelde-Event, Silber. Ja, das sind also so Standard-Events. Und dann gibt es hier ganz viele Mokoko-Herausforderungen. Ja, die sind ja die eigentlichen, die es seit Anfang des Spiels schon gab. Aber die wurden jetzt nochmal reaktiviert. Dann auch der Ark Pass, ja, noch ein Event mehr. Dann noch die Hot Time, ja, also noch mehr Events. Und so geht das die ganze Zeit mit Events über Event über Event. Hauptsache, man kommt ins Spiel und ja, lässt Zeit hier drin. Das ist ja das, was am wichtigsten ist. So, und jetzt werden wir auf mal hier alles aufmachen. So, zack, zack, zack. Ja, mit E-Mail bin ich nur eingeloggt, um meine Gilde zu supporten. Wir haben nämlich eine Gilde hier auf dem Server Asta. Wenn ihr also auf Asta unterwegs seid und noch nicht wirklich viel gemacht habt auf Asta, ne, dann kann ich euch nur empfehlen, kommt ins Spiel, geht auf den Server Asta und macht bei uns mit. So ein Guinness ist doch gut, oder? Ja. Komm, erstmal so ein ganz normales. Es ist im Moment, ihr seht es, ja, Bierfest. Man könnte sagen auch Oktoberfest. Ja, das ist halt im Moment aktuell Stand der Dinge. So, und jetzt zeige ich euch gerade, was ich meine mit der Gilde. Hier ist es so, zack. Man muss einmal am Tag am besten einloggen, kriegt man diese Steine, dann einmal die Gildenspende abgeben. Und dann nochmal hier kurz unterstützen, damit die Forschung schneller vorangeht. Und das alles gibt Silmarillsteine und damit kann man beim Händler was holen. So, im Moment, ihr seht das hier, bin ich gerade mit Opa Sabine gleichzeitig online. Ja, also da sehen wir auch, wie sind denn so die Level bei unserer Gilde. Und mein Hauptcharakter, wie gesagt, 1490, Operainer auch, Teufelaner auch und dann kommt hier Elcry und so weiter mit noch einem höheren Level. Das ist schon was Besonderes. Das hat nicht jeder. Über 1490 ist es echt teuer und schwer. Mal gucken, ob wir es schaffen, heute höher zu kommen. Ja, aber im Rahmen des normalen Spielens, ja, der Story, kommen wir nicht so hoch. Ja, vielleicht müssen wir in Chaos Dungeons. Vielleicht müssen wir Gold besorgen, vielleicht müssen wir auch andere Sachen erledigen. Ich weiß es noch nicht genau. Der Event ist auf jeden Fall im Moment, dass man relativ einfach auf die 1515 kommt. Relativ ist gut. Hat immer was mit Raid zu tun, mit Abgrund-Dungeons, mit Würfeln, mit Türmen, mit allem Möglichen. Also man muss dafür was tun, ja. Also einfach nur Story spielen bringt euch nicht auf das Level, was ihr haben müsst für die aktuellen Kontinente. Also Rowen war schon ein Problem. Hier ist es das nächste Problem halt gerade im Moment. Elgazia.
Und den nächsten Kontinent habe ich leider vergessen. Der kommt im November, soweit ich das weiß. Ja, also mal gucken, ob wir dranbleiben. So, und ihr seht, die Beziehung bei Arsena ist auch noch nicht fertig. Ja, auch da muss ich noch ein bisschen Beziehung machen, nämlich noch die Vertrautstufe bekommen. Und dann muss ich noch ganz viele Geschichten hier in Rohendel finden. Ja, also sobald wir die Beziehung voll haben, machen wir die Geschichten hier alle. Ob ich jemals das gekocht kriege, den Zechbass, das weiß ich nicht. Aber dann sind wir wenigstens hier bei dieser Statue. Und dann haben wir den Rohendel Abenteuer vollendet soweit. Ne? Also Sashire, Aretin, auch da müssen wir überall noch was erledigen. Wir haben also noch ganz, ganz viel zu tun. So, dann können wir auch hier noch Spielebelohnung einholen. Ja, nochmal hier, also tägliche Spielzeit. Ja, umso länger man spielt, umso höher die Belohnung. Auch da jetzt also ein Punkt, um länger am Spiel zu bleiben. Auch neu im Spiel. Ja, gab es bis jetzt auch nicht. Und dann gibt es hier noch ganz viele Belohnungen. Die holen wir aber mit der Zauberin ab. Ja, da gucken wir jetzt gleich mal drauf. Das sind Twitch-Belohnungen. Das sind Ausfallbelohnungen, wenn das Spiel ausgefallen ist. Also da gibt es ganz unterschiedlichste Belohnungen, die wir uns jetzt gleich mal angucken, bevor wir dann die Storyline weitermachen. Wenn ihr Fragen zu Lost Ark habt, zu anderen Spielen, die ich hier so auf dem Kanal zocke, ja, dann einfach in den Chat damit. Dann versuche ich euch das Spiel zu erklären. Und jetzt wechseln wir erstmal auf meinen Hauptcharakter. So. 1490. Mal gucken, ob wir jemals höher kommen. Chaos Dungeons sind offen, Wächter-Raids sind offen, Unas Aufgaben sind offen. All das sind so tägliche Sachen, die man eigentlich macht, um weiterzukommen im Spiel. Ich aber nicht. Ich spiele nur Storyline. Ja, das ist bei Starfield so, das ist bei Elder Scrolls Online so, das ist auch bei Guild Wars 2 so. Also, ich mache selten Dungeons, wiederholbare Sachen, Raids, Taktik-Sachen, die kompliziert sind. Ich habe meistens Spaß an der Storyline. Ja, und es gibt auch jetzt hier so einen Ratgeber für Stil, ja, dass man sich also auch ein bisschen stylen kann und das dann sofort aufrufen kann. Aber da brauchen wir uns nicht mit zu beschäftigen. Ich habe einen coolen Stil, meine Zauberin sieht gut aus. Aber ihr seht schon mal, da gibt es Möglichkeiten, jetzt auch Stile abzuspeichern, die uns ermöglichen, automatisch uns anzuziehen. Ja, mit den jeweiligen Juwelen, Ausrüstungen, Fertigkeiten und Gravuren. Also Kampfstileinstellungen. Ja, hat jetzt gar nicht so mit der Ausrüstung zu tun, wie gut wir aussehen. Ne? Ist halt mehr was für Kampfstil. Ja? Gehe ich ins PvP, gehe ich in den Raid, mache ich ein bisschen Quests. Ja? Einfach, dass man da so ein bisschen überlegt. Okay. Jetzt sind wir wieder auf meiner Zauberin. Die ist auch gerade im Moment noch in der Festung. Ihr seid zurück. Ich habe euch erwartet. Einige Angelegenheiten benötigen eure Zustimmung. So. Ihr könnt sie euch im Büro ansehen. Ja. So, und in der Festung gibt es auch was Neues, nämlich hier diesen Markt. Ja, die haben was Neues gebaut. Ja, die haben also hier unten auf dieser Insel jetzt einen Markt gebaut. Ja, früher war alles hier so an Händlern, die standen hier am Dock oder hier mittendrin. Jetzt haben sie sie hier platziert. Also alles auf dieser kleinen Insel hier, wo der Markt jetzt ist, ist halt ganz cool gemacht, damit man alles auf einer Insel hat. Auch die Farm ist dann hier und natürlich auch das Lager und so weiter. Alles auf einen Blick. Ich finde es ganz cool. Ja, ist einfach mal ein bisschen Verbesserung der Festung, dass man nicht so viel laufen muss. Hier brauche ich Gold für, habe ich im Moment nicht. Hier brauche ich Gold für oder Silber, habe ich auch im Moment nicht. So, wir holen uns erstmal unsere Belohnung hier ab. Ja, da haben wir wieder eine super Mission abgeschlossen. Ja, wir lassen ja immer wieder unsere Mannschaft arbeiten. Na, das ist ja auch immer wichtig, dass die ein paar Sachen hier zack erkämpfen für uns. So. Und hier muss ich sogar das Schiff mal reparieren. War ich zu viel unterwegs? So, all das ist aber Standard im Spiel, ne? Das kennt ihr eigentlich schon lange. Das ist das Housing. Das ist jetzt nichts Besonderes. Da brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Aber ich muss schnell mal
erledigen. Das ist schon etwas neuer, ja, diese ganzen verschiedenen Pets, die jetzt für uns arbeiten sollen. In der Kekswerkstatt. So. Alle, die hier sind, regenerieren. Alle, die hier sind, müssen arbeiten. So. Dann noch der Bauernhof. Der ist auch alt. Ja, auch das war vorher anders. Da musste man durchs Haus laufen und alles selber abbauen. So, und dann gibt es noch das Training. Da kann man seine Figur automatisch trainieren lassen. Ja, automatisch Level Up bekommen. Ja, das ist also auch nicht schlecht. Das ist auch im Spiel das Training relativ neu. Mit dem Trophäenzimmer im Anwesen. Also ein paar Sachen haben die schon verändert. So, auch mit diesem Charakter muss ich natürlich in der Gilde kurz mal vorbeigucken. Unterstützen, spenden. Ne, das ist immer wichtig, dass die Gilde auch levelt und wir noch viele Plätze haben. 6 Plätze haben wir übrigens noch, wenn ihr eine Gilde sucht. So. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ja? Ich bin völlig voll, aber ich habe hier ganz viele Auren geschenkt bekommen von Twitch und somit habe ich jetzt wieder eine Kristallaura aktiviert und jetzt haben wir auch wieder Platz. Ne? Also ein bisschen Platz ist wieder da. Wir können epische Sachen zerstören, legendäre Sachen zerstören. Wir können versuchen, Juwelen zu verschmelzen. Wenn es geht, ist die Frage. Keine Juwelen zum Verschmelzen da. Doch, da war was. Moment. Hä? Warum geht das denn aus da im... Achso. Nee, wenn ich doppelt drücke. Okay, also wir haben jetzt einiges, was wir aufräumen müssen. Deshalb gehe ich jetzt auch mal hier an meine Bank. Ich kann das auch in den Nexus packen, ja. Also ich brauche nicht zur Bank zu gehen. Hier könnte ich jetzt was kaufen. Ja, das ist das Aha. Also das steht jetzt alles hier auf dieser Insel. Okay, so, jetzt fangen wir erstmal kurz an aufzuräumen. Ja, ihr seht schon, hier gibt es ganz viele unterschiedliche Reiter. Einmal habe ich hier diese ganzen Steine drin. Ja, die müsste ich auch bald mal loswerden. Und dann gibt es ja jetzt auch diese Stiele, die man ablegen kann. Ja, und die kann man auch hier über, zack, diesen Begleiter aufrufen, ja, diesen Skin-Fernlager. Ja, seht ihr das? Ja, und das ist natürlich schön. Jetzt kann man auch wirklich diese Sachen schnell per Fernlager ablegen. Und, Moment, welche Taste war es? Alt war es, sorry. Ich habe Shift gedrückt, ja, dann kann man mal seine ganzen Kosmetik-Items wegtun, die man gerade nicht braucht. Aber hierüber kann man jetzt auch einfach ins normale Lager, ne? Reparaturwerkzeuge, alles das übers Pad ist eigentlich ziemlich genial gelöst. Ne? Wenn man den Arc-Pass hat, geht das relativ einfach. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen was noch aufzuräumen. Ja, ich versuche jetzt mal zu gucken, wo denn jetzt noch meine ganzen Säcke hier hinpassen. Ob ich die jetzt nicht noch irgendwie hier hinbekomme, wo ich noch Platz habe oder nicht. Ja, ist echt schwierig mit den ganzen Plätzen. Da muss man immer ein bisschen aufräumen. Aber das kennt er ja auch aus anderen Spielen, ne? Wann hat man mal genug Platz im Gepäck? Das ist so selten. So, die behalte ich. So, Ehrenfragmente behalte ich auch erstmal. Ja, das hier muss ich auch erstmal alles auspacken. Irgendwie diese ganzen Ohrringe. So, ich habe so viele von den ganzen guten Items hier. So. Das ist alles ja Material, was wir zum Upgraden brauchen. Ne? Darum muss man nachher auch mal überlegen, ob ich denn nicht genug Upgrade-Material habe. Ja, für ganz einfach auf 1515 zu kommen. Ne, müssen wir uns nochmal angucken. Im Moment bin ich aber hier das aber aufräumen.
Ja, ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Platz im Gepäck, ne? Also nicht wundern, dass das jetzt alles ein bisschen länger dauert. Wie gesagt, lange nicht mehr gespielt, eingeloggt und ganz viele Items bekommen, ganz viele Truhen bekommen. War echt krass, was die mir alles schenkten. Und jetzt wieder viel zu viel. Ne, da kommt kein Mensch mit klar mit den ganzen Geschenken hier. Ja, das sind die guten Steine, das sind auch die guten Steine. Das darf ich nicht in das Kaderlager tun. So, und dann gibt es noch diese Event-Themen. Ja, also auch da. Moment, das muss ich jetzt einlesen. Nee, sorry. So, das haben wir nämlich noch nicht. So, und das hier. Müssen wir auch noch wegpacken. Okay. Verkaufen oder nicht, weiß man nicht. Das ist für meinen Maschinisten. So, und jetzt können wir das hier erstmal alles wieder verschieben. So, zack. Und ihr seht, wir sind schon wieder voll. Ja, das ist halt echt so mega krass, ja, wie viel Material hier reinkommt und wie wenig Platz man eigentlich hat. Diese ganzen Event- Juwelen, die muss ich auch bald mal richtig aufräumen. Ja, aber ihr merkt, ja, das dauert ein bisschen. Ich glaube, wie viele Wochen habe ich nicht mehr eingeloggt? Boah, 10 Wochen oder so. Und dann kommt das bei raus, ja. Viele, viele Upgrade-Items. Das Problem sind aber nicht die Upgrade-Items. Das Problem sind die... wie soll man das sagen? Das Problem sind die Goldstücke. Ja, man braucht Gold, damit man klarkommt. Und das ist das Problem an dem Spiel. Ja, dass man nie Gold hat, wenn man es braucht. So. Jetzt sieht es doch schon besser aus. Wo passt das denn hier noch hin? Ja, auch das müssen wir irgendwann mal aufmachen, ja. Diese, das hier meine ich, diese Gravuren. Ah, ich glaube, davon haben wir aber noch... Ne, so, zack. Boah, so viele Kisten. Ihr merkt, ich bin echt überfordert mit dem ganzen Zeug, was die mir hier immer weiter um die Ohren hauen. So, da sind schon wieder 2 von den Steinen. Habt ihr auch so Platzprobleme? Ja, kriegt ihr auch so viele Upgrade-Items und so weiter hinterhergeschmissen? Das ist ja nicht nur mein Problem, glaube ich, ne? Bei den ganzen Events wird ja immer so viel Mats vergeben. Das haben wir ja jetzt schon öfters gehabt, so Events. Okay. Okay, jetzt haben wir aber wirklich hier von denen mal genug. So. Ich glaube... Ja, ich glaube, das müsste jetzt einfach erstmal reichen. Ah, die können auch noch weg. So. Okay, ganz viele, viele, viele Upgrade-Items. Ich hoffe, wir brauchen gleich kein Gold, um weiter zu upgraden, aber ich sehe da schwarz. Normalerweise brauchen wir Gold. So, jetzt haben wir wenigstens wieder einen Platz frei. Wie viele von diesen kristallisierten Wächtersteinen? Ich habe viel zu übertrieben. Viel zu übertrieben. Heftig viele. Ja, und Juwelen zu wenige. So, zack. Okay. Sieht gut aus, oder?
Jetzt sieht's gut aus. Jetzt haben wir aufgeräumt. Das war Arbeit. Den packen wir noch aus hier. Oh, das sind immer 20 von den Dingern. Okay. So, und somit sind wir jetzt erstmal mit dem Aufräumen und mit der Gilde fertig. Jetzt haben wir auch hier nämlich die nächste halbe Stunde fertig. Also tägliche Spielzeit ist erledigt. Ja. Dann kommen die Twitch-Belohnungen. Die Twitch-Belohnungen geben uns viele, viele Truhen schon wieder. Ja, aber auch Jumpstarter-Pakete hier. So. Alles nehmen wir natürlich an erstmal hier. So, Jumpstart ist Währung, ist verschiedene Südwern Power Pässe, Mokoko Hammer und so weiter und so fort. Ja, hier kann man eins der Produkte auswählen. Sehe ich das richtig? Inkyangel. Okay. Ne, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich die bekomme. Ich glaube, dafür müsste man einen neuen Charakter wieder anfangen. Da gab es was mit einem neuen Schnellstartcharakter oder sowas. Da kann ich aber euch auch noch nicht genaues zu sagen. Da muss ich mich selbst noch einarbeiten. Aber ihr seht, wir kriegen ganz viele Belohnungen jetzt hier. Ja, all diese Belohnungen sind über die letzten Wochen zusammengekommen. Jetzt haben wir langsam aufgeräumt. Und jetzt gucken wir nochmal. Ja, jetzt haben wir wieder alles voll. OMG. So, Silber ist okay, das kriegen wir schnell weg. Die Feon, 100 Stück. Zack, kriegen wir auch schnell weg. Ich hoffe immer, dass irgendwo nur Silber drin ist oder so. Moment. Tut mir leid, ja, tut mir sehr leid für euch, aber wir müssen da jetzt durch. Das ist leider so, wie es ist. Und da haben wir Luke Attilis Moko, einen neuen Begleiter. So, dafür gibt es dann auch eine Truhe, ja, entweder als Frau- oder Mann-Version. Da nehmen wir natürlich die Mann-Version. Ja, neues Kostüm und da einmal den Kopf und einmal das Unterteil. So, sehr schön. Und schon wieder noch mehr Kosmetik-Items. So, hier hoffen wir mal. Ne, Moment. Hier können wir sagen, was wir wollen. Na, das ist ja mal was anderes. Den habe ich noch nicht, Valtan. Und Vikas auch noch nicht. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Ein Legionskommandant, eine neue Karte bekommen. Das war jetzt echt mal gut. So. Wir gehen wieder ins Lager packen. Ja, eine Belohnung. Mal wieder mehr. Antruhen. Oh Gott, die passen alle nicht mehr in mein Gepäck. Das ist doch nicht zu glauben. Ah, die hat gepasst. Das ist gut. Das sind Skins. Die hat gepasst. Das ist gut. Skins. Skins. So, das war dieses Pulver. Puh, eigentlich müsste ich die ganzen Gravuranleitungsdinge auch mal wegpacken. Das ist nicht zu glauben. Ja, noch mehr Steine. Die Zerstörungssteine gehören mehr in die anderen.
Würfel können wir da hinpacken. Ach, die können wir nicht wegpacken. Das waren die nicht handelbaren. Ah ja. Gut, das ist die Festungssachen. Die können wir auch ausräumen. Ihr merkt, ne, wie viel ich hier habe und wie ich mit den ganzen Items kämpfe, die da drin sind. So, jetzt erstmal wieder den Stiel weg. Zack, zack. Nein, ich drücke mal die falschen Knöpfe. Zack. Zack und zack. So. Boah. Immer mehr Stil-Items. Wir können immer mehr uns cooler stylen. Das ist schon nice. Ne? Also wir können schon schöner aussehen, als wir sind. Das grüne Kleid gefällt mir nämlich überhaupt gar nicht. Aber das hier gefällt mir auch nicht. Ja, vielleicht nehmen wir da wirklich mal ein anderes für mit. Vielleicht so? Nee, sieht auch bescheuert aus. Vielleicht so? Ja, das ist alles... Die sehen immer so fett aus, die Sachen. Ja, komm, dann laufen wir so. Passt auch überhaupt gar nicht zu dem Kopf. Aber besser, ein bisschen gechillter, als wie ich im Moment aussehe. Vielleicht machen wir wirklich auch den Kopf neu. Naja. Nicht wirklich, oder? Badekappe ist auch nicht besser. Ach, sieht alles bescheuert aus. So richtig hübsch ist echt schwer. Nee, dann richtig Bunny, oder? Und da sind wir schon wieder mit den Dingen da. So, zack, weg damit. Okay. Jetzt gucken wir noch ins normale Lager, ob wir noch irgendwas wegpacken können in den Tiefen dieses Lagers. So, und ich glaube, jetzt reicht's. Oh, wei, oh, wei. Gut, damit haben wir die... Damit haben wir hier das Ganze fertig. Ja, und jetzt können wir gucken, wie kommen wir weiter in der Storyline in Elgazia, damit wir dort diesen Himmelskontinenten durchquesten. Ja, wir müssen da ja auch gucken, ob wir da nicht auch noch ein bisschen Abenteuer verlieren vor uns haben. Ja, ein paar Mokoko-Samen vielleicht auch noch sammeln müssen. Man weiß es nicht genau. Okay, das ist auch mal wieder Skins, die kein Mensch braucht, die wir hier gerade sehen. Oh Mann. Mokoko Kindergarten. Nee, ist klar. Anstatt coole Kämpfer-Skins zu machen. Okay. So, wo sind wir? Wir sind mal wieder in Punica. Warum sind wir in Punica? Ja, hier ist der Goldhändler. Ganz wichtig. Ja, und hier ist der Upgrade-Händler auch. Ja, jetzt können wir nämlich gucken, können wir eigentlich noch was an unseren Items machen? Genießen wir das Fest! Oder brauchen wir Gold? So, das wären diese hier. Und da seht ihr das Problem. Ah, diese 360 Gold. Ja, und das ist mein Maximallevel, was ich jetzt habe. Diese 1490. Diese 1505 kriege ich nicht mehr gebacken. Ja, das ist einfach ein Problem. Ich bekomme das Gold nicht organisiert. Ja, das ist für mich was. Ich möchte das auch nicht organisieren. Bei den Waffen sind sogar 750. Ja. Dafür müssen wir arbeiten. Ja, da reicht kein Chaos Dungeon. Da reicht nicht so ein bisschen was spielen, sondern da muss man dann wirklich tägliche Aufgaben machen und alles Mögliche machen, damit man Gold bekommt. Und das ist mir zu blöd. Dann ist das Spiel für mich vorbei. Habe ich auch schon letztes Mal gesagt. Ja, sobald ich also nicht weiterkomme, wegen den Sachen, höre ich auf. So, und das hier ist aber neu, ne? Den Umtauschhändler für diese Steine, das ist natürlich schon cool. Ja, gucken wir mal, was brauchen wir für Steine hier für den nächsten. Noch immer die kristallisierten Wächtersteine. Also die können wir schon immer noch weiter benutzen. Davon haben wir auch genug. Ja gut, wir könnten überlegen, verkaufen wir diese Wächtersteine und diese Ehrensprungsteine für Gold und haben dann wieder Gold zum Upgraden.
Ja, schauen wir mal, es ist handelbar. Die sind handelbar. Ich habe ja genug. Ja, komm, wir versuchen jetzt mal Gold zu machen mit den Items, die wir noch haben. Ja, wenn es halt so ist, wie es ist. Und wir kriegen da nichts raus, dann haben wir Pech. So, die brauchen wir gar nicht zu verkaufen. Die können wir mal versuchen. 2 Gold. Ja, wie viele? Ja, und ich habe auch gar keinen. Ich habe noch nicht mal mehr Gold, um Gold reinzupacken, sozusagen. Ich habe gar kein Gold im Moment. Ja. Ich kann gar nichts verkaufen, weil ich gar kein Gold habe. Tada. Selbst wenn da jetzt 10.000 Gold drin wären, ich muss ja auch dafür bezahlen, für in die... für reinzulegen. Kann man denn noch irgendwie anders Gold mittlerweile tauschen, außer für Unas tägliche Münzen? Nee. Nee. Seht ihr? Immer nur für diese täglichen Münzen. Wie besorgt ihr euch Gold in Lost Ark? Wenn ihr da was an Info für mich habt, sagt Bescheid. Interessiert mich total. Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich nach da oben komme. Wie kann man noch mal hier hin? Habe ich schon einen Bifrost gesetzt? Gletscherinsel, Hypnosauge, nee. Wie kam ich denn da jetzt nochmal hin? Ich laufe mal kurz die Beziehungssachen ab. Hätte ich jetzt auch im Punika machen können, aber jetzt bin ich gerade am Porten. Ich bin halt gerade am Überlegen, wie man nochmal nach Elgazia kam. Ich zähle auf dich, meine Freundin. Ihr merkt schon, ne? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Elgazia war ein neuer Kontinent. Und da muss man ja irgendwie hin. So, und da bin ich hingeflogen. Kann das sein, von dem... mit dem Drachen, dass wir da wieder mit hochkommen? In Punika doch? Ach, ich weiß es nicht mehr. Wir suchen jetzt einen Weg dahin. Oder war es aus... Wären? Ich werde alt. Ich werde ganz, ganz alt. So, ich glaube, die Gletscherinsel war fertig, Sammy. Aber Flüsterholm noch nicht. Da ist man wieder im Spiel, will Story machen und was macht man? Wieder Beziehungsquests. Ist ja klar. Wisst ihr noch, wie man nach Elgazia kommt? Ihr könnt gerne im Chat schreiben. Und da ist schon wieder die nächste Belohnung. Um Unas tägliche Aufgaben sofort abzuschließen. Ich glaube, das sollten wir mal machen. Ne? Aber es bringt ja leider auch nichts. Weil wenn wir diese... Wo ist Nineveh? Ach, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Habe ich vergessen, wo ich die hin verfrachtet habe. Ja, schade. Dann machen wir mit dem Pandas noch ein paar Beziehungssachen. Immer wieder neue Events, Badekleidung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Spielt ihr eigentlich noch Lost Ark? Ist das bei euch noch ein Thema? Oder seid ihr schon mit Lost Ark durch? Ist das schon erledigt bei euch? Okay.
dann müssen wir jetzt hoffen, dass irgendeiner mal dieses eine Teil kauft, was ich da gerade eben in den Store gesetzt habe, damit ich wieder das Gold da rauskriege. Ja, die Musik ist wieder richtig schön asiatisch, ne? Also richtig schön fernöstlich, beruhigend. Ich glaube, ich habe Lied der Rückkehr. Ein Glück habe ich Lied der Rückkehr da oben gesetzt. So kommen wir hin. Ja, das ist natürlich die einfachste Alternative. Und so sind wir wieder in Agathia, können die Hauptstoryline jetzt weiterspielen. Ereonor, so heißt diese Himmelstadt. Mal gucken, wo wir da jetzt was machen müssen. Ich muss mich auch wieder ein bisschen in die Quest reinlesen. Ich setze jetzt aber auch den Bifrost hier von dem Samly, weil die Gletscherinsel sind wir fertig mit. Nein! Boah, bin ich blöd! Ich habe bewegen gedrückt statt platzieren. Du und Matthias habt dieses Mal das beste Resultat geliefert. Tja, das war jetzt ein sehr schlechter Move von mir. Ja, jetzt kommen wir eine Stunde lang nicht mehr nach Ereonor. Oh mein Gott, bin ich doof. Ja, dann bleibt jetzt wow, ein Konzert von Pianist Orso. Nur noch das Bötchen fahren. Ich bin gerade über mich selbst geschockt. Ja, aber wir können ja jetzt einfach zu einer Hauptstadt. Von da aus können wir mit dem Dampfer fahren. Und ich weiß nicht, ob wir mit dem Dampfer nach Punica müssen oder nach Nordvern, wer uns jetzt genau nach Ereonor fährt. In den Himmel. Das war, glaube ich, der weiße Drache. Auch dem, seinen Namen kenne ich nicht mehr, ihr merkt, ne? Lange nicht mehr gespielt. So, da ist das kürzeste, ne? Achatin. Dann machen wir das doch so. Auf nach Achatin. Sehr gut. Ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen Beziehungsquests, Beziehungsaufgaben. So, abgeschlossen. Zack. Nö. Ja, das Problem ist auch hier, ne? Unas Marken kriegen wir erst, wenn wir 25 Punkte gemacht haben. Wenn wir also diese Aufgaben auch öfters erledigt haben. So, und da ist halt auch immer das Problem, wenn man die erledigt hat. Ist ja schön und gut, ja? Aber wir müssen halt immer schauen, wie kriegen wir denn eigentlich den Ruf dann hoch, ja? Also welchen Ruf müssen wir noch abschließen hier? Und da ist zum Beispiel diese hier, ja, Wächterin des satten Grüns, rettet den Wald. Und da müssen wir jetzt dann annehmen, okay, welche Quest ist für Wächterin des satten Grüns? Ja, schelmische Feen, da seht ihr dann auch immer, ist schon alles erledigt, erledigt. Hier ist noch nicht alles erledigt, ja. Wiederaufbau Xenelas, können wir annehmen. Ja. Können wir auch durch Unas Marken jetzt abschließen. Zack. Dadurch haben wir schon 2 Punkte. Problem ist, wir brauchen 25. Das dauert lang. Ja, und man kann am Tag immer nur 5. Ja, zack, machen wir mal weiter. Wir landen mal an hier, kurz. Gehen natürlich, wo gehen wir hin? Ist ja klar, ne? Zu Sascha. So ein Beziehungskram. Und Neria müssen wir auch noch Beziehung fertig machen.
Bequem von überall zugreifen. Inhaltsliste, ja, okay. Die Wächterwürfel und sowas. Die Würfel. Ist der Verdantier in Gefahr? War immer ein bisschen problematisch. Wir versuchen jetzt erstmal noch ein paar Unas-Aufgaben zu erledigen. Ja, dass wir 6 Stück erledigen, sind dann 12. Dann nochmal 6, sind dann nochmal 12. Wann ist denn Reset? Donnerstags 12 Uhr. Macht jetzt gar keinen Sinn, die zu machen. Ah doch. Kann man auch mit anderen Charakteren machen, ne? Oder wie war das? 8-mal täglich erhältlich, morgen um 12.00 Uhr. Werden täglich um 12 Uhr zurückgesetzt. 2 plus 1 verfügbar. Naja, wir kriegen die 25 nicht hin bis morgen. Ja, man muss das übers Wochenende erledigen. Schade. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Tja, was machen wir denn dann da? Bringt nichts. Habe ich umsonst abgeschlossen, eine Aufgabe davon. Naja, wenigstens für einen Ruf, ne? Dafür haben wir ja was gut gemacht. 8-mal täglich erhältlich. Das sind 16 Aufgaben. Ne, macht keinen Sinn. Gut, brauchen wir auch nicht mit dem zweiten Charakter zu machen. Hat sich gerade soeben erledigt. Aber egal, wir wollen ja sowieso die Hauptstory machen. Deshalb holen wir uns kein Gold über den Weg. Wir holen uns aber auch gerade kein Gold über den Markt, weil wir gar kein Gold haben, um irgendwo was reinzulegen. Ach nee, was ist es mit dem Gold für ein Mist? Willkommen. Was geht hier vor? Das ist echt was, ne? Wenn man auch nicht über Monster, über Quests oder irgendwas Gold bekommt. Das ist echt verkackt in dem Spiel, ne? Das ist also. Und wenn dieses Goldproblem nicht wäre, wo man sich so für grinden muss, hätte das Spiel noch eine Chance bei mir. Wenn man das für Quests kriegen würde oder halt wirklich für Monster klopfen. Aber dass man die wichtigste Währung, um seine Rüstung abzugraden, nur durch ja, Grind bekommt und durch schwere Dungeons und so, dann da bleibt nur die Story übrig, ne? Da bleibt leider nur die Geschichte übrig. Ist immer wieder schade, dass man doch sieht, wie enttäuschend das ist für Westler sozusagen. Die Koreaner, die spielen das vielleicht gerne. Die spielen ja auch wirklich 1620, haben die schon vom Item-Level oder höher. Aber für mich ist das überhaupt gar nichts.